Moin Moin, liebe Senioren, liebe Senioritas, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen, ich bin der Seno. Und wir werden jetzt ein wenig Dwarf Fortress spielen. Und zwar möchten wir gerne unseren Flammentempel zu Ende bauen. Dazu muss ich noch einmal ganz kurz in unsere abgespeicherte Blaupause hier gucken. Ja, so soll der Tempel später aussehen. Und da muss ich ein bisschen gucken, wo wir jetzt genau stehen geblieben waren. Ich glaube, die ersten beiden Mauern hier. Also hier die Mauer haben wir gebaut und hier den Fußboden bauen wir gerade. Das Gelbe in der Mitte werden die Floor Grates sein oder werden. Die versuche ich jetzt mal zu bauen und das müsste dann eigentlich auch schon passen. Ja, Floor Grates. Wir machen das einmal an und dann gucken wir mal. Müssten aus Glas bestehen. 10 Stück haben wir, das ist gut. 10 Stück brauchen wir nämlich gar nicht. Wir brauchen nur, ich glaube 9, aber ich glaube, den in der Mitte kann ich jetzt nicht bauen. Na, das, ja, geht nicht. Da steht nämlich surrounded by empty space. Der braucht nämlich eigentlich eine Verbindung quasi zu irgendwas. Und von daher muss ich mal überlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder und das sollen auch 7 Felder sein, korrekt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Und wir gehen dann da schon runter mit den Mauern. Wir werden also hier runtergehen. Das heißt, wenn ich gleich baue, werden hier die Mauern runtergezogen. Wodurch das Ganze nochmal ein Feld schmaler wird und dann sollte das eigentlich laufen. Dann sollte das funktionieren können. Kann ich denn jetzt in die Mitte einen Fußboden bauen? Ich glaube, nicht mal das funktioniert. Leider. Weil quasi dann auch hier gesagt wird, du hast keine Verbindung. Ja, siehst du das? No access. Da kommt man nicht ran. Ich werde dir das einmal aufbauen lassen. Es kann sein, dass ich das wieder abreißen muss tatsächlich. Das werden wir dann sehen. Gucken wir erstmal, wie es weitergeht. Es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, die Mauern schon zu ziehen. Das heißt, ich mache erstmal mit dem Fußboden weiter. 1, 2, 3, 4, 5 Felder, ne? Müssten das sein. Upsi. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und Fußboden baue, mache ich Konstruktion, Fußboden. Wir haben im letzten Teil gelernt, dass ich da Granit für benutzen kann. Das ist kein Problem. Das funktioniert. Und ich möchte dann hier quasi jetzt weiter Fußboden haben, weil hier werde ich eine Mauer runterziehen. Ich muss mir das Bild mal eben auf der zweiten, da muss ich nicht immer hin und her klicken hier. Ich mache mir das mal auf der zweiten Seite an. Das heißt, ich werde kurz euren Chat nicht lesen können, während ich mich hier lang hangel. So. Das heißt, da, hier ziehe ich Mauern rüber. Und zwar bis nach da, ne? Und da 1, 2, 3, 4, 5. Genau, bis nach da. 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommen Mauern hin. Dann kommt da unten 1, 2, 3, 4. 1. Hier die Mauer und dann 1, 2, 3, 4. Bis dahin Fußboden. Den baue ich jetzt erstmal. Und zwar 1, 2, 3, 4 breit. Hier hin. Und zwar bauen wir das aus Granitblöcken. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Also hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bis nach da. Können wir Granitblöcke benutzen? Granite, wo haben wir es hier? Hier oben kann ich im Grunde auch Granit benutzen, weil hier laufen gleich eh Mauern lang. Also da, hier drüben habe ich zwar den roten Fußboden benutzt. Ja, okay, ich benutze ja auch den roten Fußboden, einfach damit es gleich ist. Man sieht es zwar am Ende nicht, aber ich weiß halt, ich würde wissen, dass es falsch ist. Orthoklase brauchen wir, Orthoklaseblöcke. Haben wir halt nicht mehr so viele, müssen wir ein bisschen aufpassen. So, das sollen wir jetzt erstmal bauen und dann sehen wir weiter. Ja, dann geht's weiter. Ich minimiere das, jetzt sehe ich euren Chat wieder und jetzt können wir hier entspannt weiterspielen. Hier drüben ist die Tierzone. Ist das? Nee, das ist ein Wolfhunter. Was macht ein Wolfhunter? Schlafen gehen. Ja, dafür. Wir haben hier unten ja ein paar Zimmer. Haben wir mittlerweile schon neue Türen, die wir hier reinhauen können? Wir wollen ja, dass unsere lieben Zwerge das auch angenehm haben, aber es ist erst eine Tür entstanden. Okay. So, wir können mal gucken, was die Mutti macht, weil die Mutti soll eigentlich Tiere zähmen.
Aber momentan ist sie dabei und will ein Meeting abhalten. Interessant, mit wem willst du denn ein Meeting abhalten? Ich glaube, sie will sich bei jemandem beschweren. Sie möchte nämlich eigentlich ein Objekt herstellen und beten und mit Familie und Freunden zusammen sein. Das kann sie momentan alles nicht. Deshalb will sie sich jetzt, glaube ich, bei Chaotica beschweren. Das ist ja unsere Expeditionsleaderin. Unsere geistige Anführerin. Und ich glaube, dort wird sie sich... Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Hi, Nicole. Dort wird Mutti sich jetzt beschweren. Ne? Das müsste Chaotica sein. Ja, guck, jetzt wird Pedi Platsch sich beschweren hier. Meeting wird abgehalten. Sie muss kurz warten, weil Chaotica schläft. Das ist auch fies, oder? Da hast du schon einen Termin bekommen, um dich ganz offiziell zu beschweren. Und die Person, bei der du dich beschweren willst, pennt. Das ist schon fies. Was sind denn deine Gedanken? Warum bist du denn so traurig? Du warst im Regen. Ja, und du konntest lange deinem eigentlichen Handwerk nicht nachgehen. Ja, das ist aber deine eigene Schuld. Da kann ich nichts machen. Ja, wir bauen ja irgendwann einen Tempel, aber das dauert halt noch ein bisschen. Geh mal lieber jetzt die Hunde trainieren, statt dich zu beschweren, Mutti. Du bist doch einer der wenigen, dem es nicht gut... Also, na, noch geht's. Also, es ist noch keiner richtig sauer oder super wütend. Aber ein bisschen unglücklich bist du. Ein bisschen unglücklich. Aber das wird schon. Ja, die Mutter kann halt gut motzen, wissen wir. Wir bauen unseren Glasboden weiter. Ich nehme mal 5 Felder hier. Wir haben aber nur 2 Blöcke. Das heißt, wir warten doch mal eher. Gucken wir hier oben, ob es hier weitergeht. Ja, müsste bald eigentlich. Haben unsere Handwerker was zu tun? Ja, die smoosen gerade noch die Wände und so. Ne, hier unten wird noch alles schön gemacht. Und wir können ja sehen, die Hälfte ungefähr auf dieser Etage ist fertig. Und hier unten ist auch ungefähr die Hälfte von den Wänden geglättet. Das ist schon ganz gut. So, Mutti wartet immer noch drauf, dass Chaotica aufwacht. Und die lässt sich nicht ganz schön lange warten. Das ist schon irgendwie viel. How are you doing, Nicole? How is your day? Ah. Oh, jetzt hat Mutti sich beschwert, jetzt läuft sie hier rum und ist wieder am Angeln. Ja. Warum eigentlich? Dann geh halt wieder angeln, kümmere dich halt nicht um die... Nein, ich will aber eigentlich, dass du dich um die Tiere kümmerst. Fisch haben wir momentan immerhin 4 Stück. Ich nehme dir den Fischerjob jetzt weg, Mutti. Der macht dich doch eh nicht glücklich. Ja. Fischer, Dwarf, Pediplatsch, nö. Du hast jetzt noch 6 und 7. 6 und 7 ist... Oh, nee, 3 hast du. Ah, hier, Tiertraining. Ja. Tiertraining hast du und Glas machen hast du. Ach, cool, du nennst deine Knechte nach Vion. Ja, Wolf, ist das noch gar nicht aufgefallen. Kannst du auch. Du musst Ausrufezeichen Zwerg schreiben, wenn ich hier jetzt gleich die Liste anmache. Es sind momentan 7 andere Leute in der Liste, aber ich wähle zufällig, wenn dann einer kommt. Ja, ich wähle dann zufällig. Und jetzt können wir mal gucken, ob die Pedi platscht. Ja, jetzt ist sie noch am Angeln. Na, jetzt ist sie momentan noch am Angeln. Und am Fischen, den Auftrag macht sie einmal durch und dann müsste sie aber sich eigentlich endlich um das Tiertraining kümmern, weil wir haben 6 Wildschweine und einen Waschbären. We caught some animals. We have a weasel and we have 5 wild boars. And my mom, Pedi Platsch, is supposed to tame them. Yeah, she should please tame them, but she's not doing it right now. Ja, nein, du bist mittlerweile ein Zwerg, du hast es geschafft. Hier, nein, du machst gerade Asche. Ja, muss auch gemacht werden. Hier, guck mal, schönen weißen Bart hast du. Ja, könntest dich auch mal wieder rasieren. Ja, hast viel Empathie. Und hast ein gutes Gespür für die Position deines Körpers. Mit guter Intuition, viel Kreativität, einem guten Umgang mit Worten oder ein natürliches Talent für Worte. Und eine gute körperliche... einen guten Körpersinn. Aber schlechten Fotos, große Brüste, nein, große Willpower, wenig Geduld und ganz schlechte analytische Fähigkeiten. Steht da, habe ich mir nicht ausgedacht.
You are still a little child and you are sleeping right now, Nicole. Is it Nicole or Nicole? Oder Nicole? I guess the correct pronunciation is Nicole. Nicole? Nicole. I'm not entirely sure, you can tell me. Yeah, you are sleeping right here. But you feel content after sleeping in a great bedroom and satisfied at work. I'm always happy when my children, are happy at work, satisfied at work. Or when they are feeling euphoric after an inebriation. Ja, also unser Kind fühlt sich euphorisch, weil es gesoffen hat und ist zufrieden, weil es Spaß auf der Arbeit hatte. Perfektes Kinderleben. So, hier oben der Tempel wird weitergebaut. Our fire temple is being built. Slowly but surely. Ja, wird der Tempel hier entstehen. Und sie arbeiten dran, das ist schön. Und wieder ein paar Felder gehen zu. Er hat die Gates gebracht. Das ist auch sehr nett. Wir können schon mal noch ein paar Rock Mechanisms bauen. Und zwar bitte aus... Ist mir eigentlich egal, nehmen wir Granit. Der Grund, warum ich da den Stein bestimme, ist, weil ich nicht möchte, dass unser magmasicherer Stein benutzt wird. Obwohl ich gelernt habe, dass wir hier oben Fußboden aus jeglichem Material bauen können. We just learned, Nicole, that we can build floor out of any material. It doesn't matter when it comes into contact with magma. I could even build like a wooden floor and flood it with magma. The wooden floor wouldn't catch fire or wouldn't melt. It is for everything that you construct, everything in this menu is immune to heat, basically. Ja, Wolf, du kannst froh sein, weil am Anfang dachten wir noch, dass wir keine Migranten bekommen. Am Anfang dachte ich tatsächlich, dass wir hier eben keine Migranten bekommen. Aber hat sich rausgestellt, doch. Ja, funktioniert. Weil wir auf einer einsamen Insel gestartet sind. Ich dachte, es ist eine einsame Insel, aber scheinbar kommen hier doch Leute hin. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Hin und wieder, da kriegen wir Migrantenwellen. Das ist schon cool. Vor allem, weil manche der Migranten aus unserer alten Festung kommen. Das ist echt bemerkenswert. Das hatte ich so auch noch nicht. Ne, unsere alte Festung ist jetzt zur Hauptstadt quasi geworden. Und von dort kommen hin und wieder in den Migrantenwellen. Leute zu uns, das ist krass. Yeah, maybe they swim, or maybe there's like an underground tunnel system. Like dwarves have underground tunnel systems. But I wouldn't be aware that we have something like that on our island. Na, wir sind hier oben. Wir haben hier diese drei Inseln nacheinander quasi. Na, wir sind hier oben in der Ecke und ich möchte eigentlich eine Brücke nach hier drüben bauen. Das ist quasi der Sinn unseres Let's Plays hier. Na, wir haben hier nur so einen kleinen Inselabschnitt hier. Guck mal, dass du dir das auch vorstellen kannst, Wolf. Hier haben wir diesen... Wir haben Nachrichten, was? Oh, irgendwas ist zusammengebrochen. Nein! Ah, okay. Okay, okay, okay. Wir haben hier Fußboden gebaut und der Fußboden ist sofort weggebrochen. Woo! Aber es stand kein Zwerg drauf. Also noch haben wir 32 Zwerge. Nicht schlimm. Jemand hat versucht, hier Fußboden zu bauen und weil die Dinger halt keinen Support bieten, ist der Boden gleich in den Krater gefallen. Ist nicht so schlimm. Aber der Aufbau hier gefällt mir halt nicht so super. Kann ich da jetzt eigentlich Cages drauf bauen? Nee, weil da schon Gebäude ist, geht das nicht. Okay, interessant. Oh, was wir auch machen. Oh, das wäre eigentlich noch viel geiler gewesen, wenn ich ehrlich bin, ne? Schade. Oh, Nicole, I just had a nice idea. Erinnert ihr euch, dass wir in der alten Festung eine Zugbrücke hatten? Wir hatten eine Zugbrücke, die wir hochklappen können. Und wenn Einheiten auf einer Zugbrücke sind und die Zugbrücke wird hochgeklappt, werden die loskatapultiert. Wir hätten hier eine Zugbrücke hinbauen können. Da hätten wir dann unsere Opfer, zwei, drei Opfer, ob es jetzt Goblins oder Zwerge oder Menschen sind, lassen wir mal dahingestellt, hätten wir auf die Brücke stellen können und dann die Brücke hochmachen.
Und dann wären die quasi hier irgendwo in den Vulkan katapultiert worden. Und hätten sie es quasi geschafft, irgendwie sich so katapultieren zu lassen, dass sie hier drüben irgendwo landen oder hier irgendwo landen, oben auf dem Vulkan drauf, wäre das ein göttliches Zeichen, dass sie am Leben bleiben dürfen. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen. Jetzt ein bisschen zu spät, um das nochmal umzudesignen. Wobei ich halt eh nicht genau weiß, ob ich das hier so designt lassen kann. Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn ich da jetzt... Ich weiß nicht, wie ich da Einheiten raufbekommen soll, weißt du? Und wie ich die gut opfern kann. Ja, ja, ich will die Gitter beweglich machen, aber ich habe hier drüben ja noch Fußboden. So, und das Problem ist, Gitter brauchen immer einen festen Gegenstand. Also entweder eine Wand oder einen Fußboden neben sich, damit sie halt irgendwie Halt haben. Ach, guck mal hier, das muss Dennis sein, weil Dennis hat 3 Katzen adoptiert. Guck dir das an. Da kam er gerade. Oder? Ich dachte, der hätte die adoptiert. Beziehungsweise die Katzen haben ihn adoptiert, aber vielleicht doch nicht. Ja, also ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt hier Leute reinschmeiße, das sind so wenige Gitter, ich habe Angst, dass die nicht in die Lava fallen. Aber wir werden es nachher einfach mal ausprobieren. Ich werde jetzt nicht umdesignen, ich baue das erstmal zu Ende. Und zur Not sehen wir ganz am Ende, wie wir das dann weitermachen müssen. Ich mache mir nochmal eben das Bild auf nebenbei. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt kommen hier die Mauern rum. Und dann eigentlich komplett nach unten. Bevor wir das aber tatsächlich machen können, mache ich jetzt hier Floor. Und mache dann hier Floor lang. Weil hier geht das jetzt konsequent runter. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 Felder. 4 Felder. Ja, da kommt dann Mauer rauf. So, das heißt, ich kann hier einmal den... Orthoklase-Boden weiterziehen. Warum sehe ich keine Orthoklase mehr? Bin ich irgendwie bescheuert? Wo ist mein Orthoklase? Hä? Da. Sind doch da, meine ich doch. Und hier auf der Seite können wir dasselbe machen. Hier können wir auch runtergehen. Wobei ich nicht ganz runter muss. Ich muss eigentlich nur... Oh Gott, wie viele Felder sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Das ist ein bisschen schwer zu zählen, tatsächlich. Naja, gut, zur Not reiße ich es nachher nochmal. Zur Not reiße ich es nachher noch. Ich gehe jetzt erstmal ein paar Felder runter und dann sehen wir, wie weit wir wirklich runter müssen. Zur Not kann ich es ja wieder passen. So viel Orthoklase haben wir auch gar nicht, sehe ich gerade. Wir brauchen mehr Orthoklase. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Felder habe ich noch. 17 Steine, da müssen wir erstmal hier noch. Aber ich habe noch 17 Autoklase, die müssen nur umgewandelt werden. Autoklase-Blöcke. Ach ne, habe ich sogar 40. Ah, ich habe die normalen Steine mir angeguckt. Okay, mein Fehler. Machen wir erstmal so. Sollen die damit erstmal bauen, alles gut. Machen wir denn noch Autoklase-Blöcke? Ja, ist noch im Auftrag. So, was macht die Mutti mittlerweile? Macht sie jetzt mal hier... Ne, sie geht schon wieder zu einem Meeting und will sich beschweren. Was ist denn da los? Du hängst hier, Chaotica ist am Kochen und du beschwerst dich bei ihr. Geh doch mal bitte dich einfach um die Tiere kümmern, sonst gebe ich dir den Auftrag. Ich nehme den Auftrag gleich weg, Mutti. Ja, tut mir leid, aber ich kann ja hier nicht zulassen, dass hier einer stunk macht. Ich kann ja einen Grund, sich zu beschweren. Alle sind glücklich, außer die Mutti. Wir bauen hier auch unseren Fußboden weiter. Vielleicht haben wir mittlerweile wieder ein bisschen mehr Glas. Ja, 3 Glasblöcke können hier wieder raus. Glas wird tatsächlich für meinen Geschmack viel zu langsam produziert. Es kann aber sein, dass wir hier drüben einfach noch so viel Sand gerade sammeln, dass es auch ein bisschen daran liegt. Außerdem können wir mal gucken, wie viel Sandblöcke wir haben. Ah ja, okay, das steht hier leider immer nicht, weil hier sind mit aufgezählt die Blöcke, die wir in Gebäude gesteckt haben. Also diese Blöcke hier, er sagt mir, ich habe 80 grüne Blöcke. Das sind aber auch die Blöcke, die hier halt im Boden stecken. Es gibt dafür irgendeinen Dwarf Fortress Hack Befehl, um das rauszubekommen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Warte mal. Building Materials oder so. Oder, nein, ich will nicht hier reingehen. Ich will da reingehen. Da. Ich will nicht das löschen, ich will da oben. Warte mal nochmal. Geh weg, so nochmal. So, so. Building. Nein, Building Plan ist es nicht. Dann Material. Auch nicht.
District. Ist es auch nicht. Count ist. Ich muss mal kurz gucken, wie der Command heißt. Also, oder das, es kann auch sein, dass das eine extra Mod ist. War Fortress Hack Material. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Wie hieß denn das? Dwarf Fortress Forbid Material? Nee, Build Material oder so. Dwarf Fortress Dwarf Hack Material. Es ist das. Nein. Ah. Irgendwie so heißt das. Naja, muss ich noch mal fragen, weiß ich nicht. Das ist halt super, super nervig. Das ich so nicht nachgucken kann, wie viel ich von einem Material wirklich habe. Ich dachte, du wolltest die Gitter beweglich machen. Ja, das bleibt hier alles so, wie es ist, ob du da bist oder nicht. Und dann wird die Tür zugeschlagen. So sieht's aus. So und nicht anders. Mutti beschwert sich bestimmt immer noch. Nee, Mutti hat keinen Job. Warum nicht? Sowohl Glas machen darfst du, als auch... Guck mal, Mutti sagt aber auch, I wish to make something. Sie möchte irgendwas herstellen. Pass auf, Mutti, wenn du unbedingt irgendwas herstellen willst, dann sollst du das tun. Ja, Mutti, ich kann dich ja jetzt hier nicht so... ...so rumvegetieren lassen. Ich mach Knochenverarbeitung. Wo haben wir Bone Carving, müsste das sein? Hier, von mir aus, alle Crafts darfst du herstellen. Alles, was du herstellen willst, darfst du herstellen. Ist mir egal. Nenn ich einfach Crafts. Ja, dass du Sachen herstellen darfst. Crafts. Und Mutti wird Crafts. Mensch. So, stelle irgendwas her. Ja, irgendwas darfst du herstellen. Ist mir egal. Mach. Werd glücklich. Stell irgendwas her, Mutti. Wir gucken mal zu, was du dir jetzt einfallen lässt hier. Noch hat sie keinen Job, aber gleich müsste das umspringen, sobald sie checkt, dass sie jetzt mehr machen darf als davor. Ah, jetzt sozialisiert sie. Ja, jetzt will sie Glasblöcke herstellen. Mal gucken. Wir gucken mal. Guck mal, sie sagt sogar, ich habe mich bei jemandem ausgeheult, der hier das Sagen hat. Das war sehr zufriedenstellend. Jetzt hat sie sich einmal Sandsäcke genommen. Ich weiß gar nicht, warum die Sandsäcke hier unten sind. Das soll eigentlich nicht da unten liegen. Ich muss den Lagerraum unbedingt mal löschen. Hier liegt Sand rum. Da darf kein Sand hin. Sand muss oben liegen. Sonst müssen die das immer von hier unten holen. Das macht nämlich gar keinen Sinn. So, jetzt will ich auf die Pediplatsch klicken. Die ist hier. Da. Pediplatsch, lass dich klicken. So. Pediplatsch, wir gucken dir mal zu, ob es dir besser geht, wenn du gleich einmal Glas hergestellt hast. Du weißt auch, ich beschwere mich immer. Ja, ich bin mit dir groß geworden. Ja, es regnet. Das gefällt mir nicht, sagt sie auch gerade, ja. So, jetzt stellt sie was her. Hat Perlasche geholt, sie macht durchsichtiges Glas. Sehr schön, finde ich gut. Und dauert ein bisschen, weil du darin halt keine Erfahrung hast. Wahrscheinlich auch, weil die Dinger hier schon wieder voll geklattert sind. Guck mal, auch das Glas ist hier und Perlasche und so liegt hier in den ganzen Geschäften rum. Vor allem das durchsichtige Glas liegt hier echt viel rum. Eigentlich nicht so geil. So, aber du hast was hergestellt, Mutti. I finished up some work. That was satisfying. Siehst du, jetzt sagst du hier, ja, ich habe was hergestellt, das war gut. Und du machst gleich wieder ein Glas-Terrarium machst du jetzt. Ja, mach mal ein Terrarium. Sehr schön. Finde ich gut. Hier drüben wird gebaut, da wird gebaut. Alles gut. Wir haben noch unsere 32 Zwergis. Wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken. Ja, genug zu trinken würde ich nicht sagen, aber wir haben trinken, das ist okay. Ist auch noch mehr im Auftrag gegeben. Wir können mal gucken, ob jetzt mehr Türen fertig geworden sind. Hier eine.
Da noch eine. Ja, da noch eine. Dann können wir in unser Selection Tool gehen und sagen: Schlafzimmer bitte, Multi. Und wir gehen dahin und sagen dann. So. Und jetzt haben wir 4 neue Schlafzimmer. Ne? Genau. Ich weiß nicht genau, ob wir genug Schlafzimmer haben. Ich glaube aber tatsächlich schon. Bald müsste auch alles verschönert worden sein hier. Ne, sie sind immer noch dabei, hier den Fußboden zu glätten. Aber es wird immer besser. 5 Glasterrarien wurden gebaut. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt, ob irgendeiner das Glasterrarium hier drüben auch. Ja, hier sind Glasterrarien drin. Krass. Also wir können Glasterrarien benutzen für unsere Käfigfallen. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Geil. Dann machen wir noch mehr davon. Glasterrarium. Machen wir aus grünem Glas, glaube ich. Oder machen wir von mir aus durchsichtigem Glas. Nein, machen wir aus grünem Glas. Ja, nochmal 10-mal grünes Glas. Das Ding ist, grünes Glas kann ich einfach so herstellen. Guckt in den Chat. Grünes Glas lässt sich ohne Probleme so herstellen, während wir für das durchsichtige Glas Holz verbrennen müssen. Na, da brauchen wir ja diese Perlasche und die ist ein bisschen komplizierter herzustellen. Von daher ist das ganz gut, dass wir Kohlreaper wurde zum Steinmetz von mir aus. So, ich könnte jetzt halt auch anfangen, hier jetzt schon mal, ich guck mal, wie viel ich davon tatsächlich mittlerweile habe. Von durchsichtigem Glas haben wir 20, okay, 20 hätten wir da. Was ich hier mache, ist halt eine super krasse Materialverschwendung, haben wir schon drüber gesprochen, weil ich hier wirklich Blöcke in den Boden mache. Ich mache hier keine richtige Straße in dem Sinne. Sondern ich baue eine Straße aus Blöcken, statt einfach dem Spiel zu sagen, baue eine Straße. Das wäre sehr viel günstiger. Und jetzt überlege ich mir, ob ich hier irgendwelche Glasrunen reinschnitzen will. Und ich glaube, das machen wir. Wir fangen hier an mit Glas, also mit dem durchsichtigen Glas, dass das auch mal wegkommt, dass das aus den aus dem Lagerraum quasi rauskommt, aus den Fabriken. Dass das da ein bisschen aufgeräumter ist. Ich lösche das auch nochmal. Ich habe da jetzt kein direktes Design. Also ich habe 2 verschiedene Sachen im Kopf. Entweder wir bauen immer wieder dasselbe Muster, dass sich das wiederholt. Oder wir machen das ein bisschen anders und machen das quasi eher so, dass das so am Ende, wenn wir es gut machen, so ein bisschen aussieht wie so Runen. So verschiedene Runen, die dann so in die Brücke geschnitzt sind oder mit Glas gelegt wurden. Finde ich vom Gedanken ja eigentlich ganz cool. Ich fange mit einem S an, weil ich Seno bin, falls euch das aufgefallen ist. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na, da machen wir jetzt einfach mal ein S hin und schon haben wir auch kein Glas mehr, weil das halt so viel Material kostet. So, ein Glas fehlt tatsächlich. Ein Glas fehlt, ist aber okay. Hier können wir aber auch Seno reinschreiben, fällt mir gerade auf. Moment, das reißen wir nochmal ab. Weg damit. Da schreiben wir Seno rein. Hier in die Brücke. Und wir fangen da oben an. Ja, Mann. Wie viele Felder haben wir insgesamt? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ein hinter dem Busch sind 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Das ist eine schöne Zahl. 50 Felder. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie diese Pixel-Dings da heißt. Pascal oder so hieß das, ne? Pascal? Pascal? Ja. So, und zwar brauchen wir 50 Felder nach unten. Ich mach mal das einfach einmal in schwarz, dass wir... Ne, wir machen das in grün. Das ist ja okay, grün.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 40, 42, brauche mehr. Wo stelle ich denn hier die Größe um? Kann man das einer sagen? Vielleicht da auf New Pascal. Ich will das größer haben. Flirtet ihr da miteinander? Muss ich mir Sorgen machen? Meine Mutter ist vergeben, mein Bester. Genau hier. Nicht 32 mal 32, sondern 50 mal. Was haben wir in der Breite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Können wir auch einfach so machen. Höhe ist 50. Weite ist 7. So. Und unser Pinsel soll aber eigentlich 1 sein. Warte, ich will nicht, das sind ja zu viele hier. Ich will Pinselgröße soll 1 sein, du Arsch. Hä? Kann man das einer erklären? Nicht 7. Ach so, okay. Ich habe 7 mal 7 jetzt gemacht. Ja, das ist natürlich dumm. 7 mal 5. So, das ist unsere Brücke. Außen einmal grün. 50 mal grün, 50 mal grün. So, soweit, so gut. Dann nehmen wir weiß und fangen an. Es ein Feld frei, das würde ich sagen. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich versuche also in derselben Größe zu bleiben. Dann wäre das hier ein E. Ich glaube, den mache ich weg. So, S, E. Den müssen wir einfach nur wiederholen, weil ich schreibe mich ja meistens mit 2 E, wie ihr vielleicht wisst. Ein N müsste dann auch 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das könnte ein bisschen knapp werden. Vielleicht so, oder? Finde ich gar nicht so schlecht. Und hier kommt dann ein O hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, Seno. Und dann könnte man noch ein mit viel Fantasie Herz. Nee, das sieht kacke aus. Mit viel Fantasie könnte man hier noch ein Zwergengesicht reinmachen. Seno. Und dann könnte man, oh, wie ist denn das Dwarf Fortress Gesicht? Das ist, glaube ich, weiter als 7 Pixel, ne? Irgendwie so sieht das aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke mal eben ganz kurz. Dwarf Fortress Face. Hier sehen wir das. Das sind 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Das sind 8 Felder. Siehste? Den kann ich dann da nicht reinbauen. Mit 8 Feldern. Meine Frage, hoffe ich, ist erlaubt, weil andere Streamer und so. Streamt deine Mitbewohnerin aus Skyrim? Nee, streamt sie nicht. Sie spielt hin und wieder Skyrim. Aber streamt tut sie es nicht, weil sie auch Nacke-Mods installiert hat. Nacke-Dye-Mods. Und die darfst du ja nicht wirklich streamen. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt, ich habe ja eigentlich auch nur 5 in der Breite. Das ist nochmal schwerer. Außer ich würde das als Außenkante nehmen. Ein Strich oben, zwei. Ich guck mal, ob ich das hinbekomme damit. Ich ziehe das auch mal kurz rüber. Mal gucken, wie das aussieht. Also, einmal komplett rüber. Zwei freilassen, dann haben wir hier die Augen. Ein freilassen, dann haben wir hier eine Linie, die rübergeht. Dann haben wir hier, ja gut, da haben wir keinen Mittelpunkt. Das heißt, ich müsste so machen und dann irgendwie hier. Ja, nee, das kommt nicht, das sieht gar nicht wie ein Zwerg aus. Okay, dann Plan B. Ich kann entweder alle Buchstaben einfach ein größer machen oder sogar zwei größer. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Plätze frei. Beziehungsweise 10 Plätze frei. Wir haben 10 Plätze frei und wir haben 5 Buchstaben. Das heißt, ich kann 2 Felder überall noch freilassen. Das heißt, wir machen überall 3 Felder frei. Na, zwischen den einzelnen Buchstaben machen wir 3 Plätze frei. 1, 2, 3. Das heißt, hier kommt das E hin. 4, 5, 6, 7. So, so. 1, 2, 3 frei und dann hier hin. So. Dann das N, 3 frei und hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. So hatte ich das gemacht, ne, glaube ich. Da war jetzt grün. So. See, und dann 1, 2, 3 frei und hier das O mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also so könnte man das in die Brücke einlassen. Und ich könnte das Ganze dann noch ein Feld weiter runter machen. Da sind unten 2 frei und oben einer zur Brücke hin. Oben die Brücke geht ja eh noch weiter, weil da fängt es an zu schweben. Wie findet ihr das? Ist das okay? Sieht das besser aus? Nee, ne? So sieht es besser aus, oder? Ist leserlicher. Nee, die erste Variante war schon die beste, oder? Also so, dann 2. Wie werde ich das machen? 2, 1, 2. Hatte ich das so? Nee, eben sah das doch anders aus. Wie hatte ich das eben? 1, 2. Nochmal 2, so. Hatte ich das so eben? Nee, wie hatte ich das denn eben? 1. Ich hab's kaputt gemacht. Ich muss das N nochmal zeichnen. Wie habe ich denn das N gemacht gerade? Runter die 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Runter. Und dann habe ich gemacht so. So, so und hier wieder hoch. So, ne? Ja, das ist okay. Ja, ist gut so, ne? Musste ich bei War Thunder auch ständig aufpassen. Also nicht wegen Nudity, sondern wegen manchen Abzeichen-Emblemen bei historischen Skins. Ja, das ist das Problem. Kannst ja sagen, dass dein Stream sich an 18-Jährige richtet, aber das hilft ja in der Regel halt auch nicht. So machen wir das. Und das Ganze schiebe ich einen weiter runter, dann kann ich hier oben mit dem S anfangen. Konstruktion, Fußboden, ein Feld weiter runter, das wäre also hier der Anfang, dann die 5 Felder rüber. Dann fangen wir an mit, wo habt ihr es jetzt? Clear Glass hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, stimmt gar nicht. 1, 2, 3, 4 hier rüber, ne, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hier rüber. Dahin. Und dann wieder zurück. Und das kommt nicht ganz hin. Einer fehlt mir da. Ne? Nee, geht sogar. So. Da kommt das Essen. Dann 3 frei. Und dann machen wir da mit dem E weiter. Dann steht da ein schönes Seno. So machen wir das. Ein Pferdefohlen verhungert gerade. Wo ist ein Pferdefohlen? Warum verhungert das? Habe ich das irgendwo eingesperrt oder ist das vielleicht nicht hier auf der Farm gelandet? Ich sehe gerade, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Nestboxen. Arbeitszeiten. Wo ist denn das Fohlen? Hier ist kein... Da, doch, Fohlen. Fohlen muss auf die Weide. Ja, stimmt. Ja, mehr Nestboxen braucht das Land. Hier sind überall schon Dinger drauf. Ich glaube, ich habe keine Nestboxen mehr. Ich glaube, ich muss erst welche produzieren. Ja. Machen wir mal O, mehr Aufträge. Machen wir die aus... Kann ich die aus Glas machen? Glas, Nestbox? Wow! Grüne Glas-Nestboxen. Ja, geil. Nehmen wir mit. Was für fancy Scheiß. Dauert ein bisschen, bis sie fertig sind, aber ist egal. Machen wir ein bisschen was draus. Warum wird hier gehackt? Ich habe nie gesagt, dass da gehackt werden soll. Das nicht hacken. Habe ich nie gesagt. Gut, wie sieht's aus? Was passiert hier oben, Cole? Ja, ist Stonewalker geworden. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Alles gut.
Hier oben der Fußboden entsteht langsam. Das ist gut. Dann kann ich hier bald die Mauern ziehen. Sollen die erstmal hier noch ein bisschen weitermachen. Wir machen Fortschritte. Ja, es wird langsam alles. Betonung liegt auf langsam, gebe ich zu. Aber es wird. Was ich tatsächlich noch machen könnte, ist hier bauen, Fußboden, Konstruktion, Fußboden. Und dann bauen wir hier einmal Autoklase rüber. Das hat den Vorteil, dass sie dann, wenn sie hier den Berg hochlaufen, hier direkt rüberlaufen können, wisst ihr? Das müssen die nicht immer von hier oben kommen und hier irgendwie rumlaufen, sondern haben hier noch einen Durchgang. Müssen da nicht immer um den Vulkan rumtanzen. Im buchstäblichen Sinne. So, aber Mutti, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du die Tiere nicht trainierst, muss das jemand anderes machen. Tut mir ja leid, aber du kümmerst dich da einfach nicht drum. Du vernachlässigst deine Pflichten. Tiertraining, Xangul und Twitch don't like my Nicknames. Ja, und die Gulaschkanone von mir aus. Habe ich 4 Leute, die sich eventuell drum kümmern. Vielleicht macht das ja irgendwann mal einer. Wird ein bisschen dauern. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen läuft es echt gut. Es kann sein, dass wir bald mal Klamotten brauchen und so. Die Taverne könnte größer sein. Aber wie gesagt, wir warten jetzt eigentlich drauf. Das ist das größte Projekt. Das hier muss erstmal fertig werden. Ja, wir müssen erstmal unseren Tempel fertig haben und vor allem unser... hier oben, es müssen mehr Workshops hier hin. Das ist das viel Wichtigere. 4 bzw. 5 Glasdinger reichen nicht, weil eigentlich müssen von unseren 32 Zwergen 15 rund um die Uhr Glas machen. Einfach damit wir genug Glas haben, um unsere Sachen zu bauen. Ihr seht ja, wie lange das dauert. Ja. Mich wundert auch immer noch, dass hier das Glas nicht eingelagert wird, obwohl ich das eigentlich... Eigentlich habe ich gesagt, das soll hier unten hin. Da soll grünes Glas hin und hier soll eigentlich durchsichtiges Glas hin. Aber sie machen es nicht so wirklich. Da ist ein zu viel Aussieht drin. Ich habe ja keinen Platz dafür. Was ging mir dann echt irgendwann auf den Nerv, da immer umzustellen, dass ich aufgehört habe. Geht mir da ja nicht um irgendwelche politischen Ansichten. Kommt vom Modellbau her. Ich versuche jedes Modell so zu bauen, dass es möglichst so aussieht, als ob es das Original einfach nur geschrumpft aussieht. Nee, kann ich auch verstehen. Das ist auch nervig, ne? Ganz klar. Die Regeln sind teilweise halt bescheuert. Ja. Darfst dich nicht im Bikini vor den Stream setzen, außer du bist in einem Pool. Was machen die Mädels? Sie stellen sich einfach zu Hause in einen Pool hin. Das ist schon echt übel. Vielleicht soll ich auch mal so ein Goal machen, weißt du, wenn wir, weiß ich nicht, bei 5000 Bits, ja, wenn 5000 Bits reinkommen. Ja, 5000 Bits Poolstream mit Zeno. Aber Nana, die guckt gerade zu, das darf ich nicht zu laut sagen, die macht den Scheiß noch am Ende. Autoklaseblöcke. Okay, ja, wird langsam besser hier. Ne, jetzt werden hier wenigstens mal die... Es wird gekämpft? Nicole! Nicole, are you here? You are fighting! Nicole, my dear, are you here? I will wait for you to respond. Nicole, you are fighting! Nicole, you are fighting a horseshoe crab. I don't know why you would do such a thing, but... You are fighting one of these things. And to be honest, I can totally understand that, because they look... horseshoe crab. So where are you fighting? Here. It's the fight of your life. I wish you good luck. You are thinking little rainbows, by the way. You are very happy. I don't know why. They have a barb. I will die. Well, for now you are playing make-believe. So maybe just pretend to be a strong warrior and you will be fine. The horseshoe crab attacks the dwarven child, but she jumps away. Also, unsere gute Nicole ist zur Seite gesprungen. But you don't feel any terror, so if you die, at least you will die happy, I guess. Nicole, you can do it. Ja, die Krabbe sticht zu, verfehlt das Kind. Das Kind haut 4-mal zu.
aber sie verfehlt, beziehungsweise die Krabbe springt zur Seite. Ich habe noch nie eine Krabbe zur Seite springen sehen. I never saw a crab jump. But okay. Oh, okay. Nicole wurde getroffen. Nicole was hit. Die Krabbe hat das Zwergenkind geschubst oder gestoßen in den linken Oberschenkel, aber der Angriff wurde abgewehrt durch den Red Panda Lederhose. Also sie trägt Lederhose. Das Zwergenkind greift die Krabbe am Schwanz, nenne ich es jetzt mal, also hinten am Wiggle-Wiggle-Ding. Die Krabbe pusht nochmal, aber das wird alles abgewehrt. The Dwarven Child takes the Horseshoe Crab down by the tail with the Dwarven Child's right lower arm. Also sie hat die Krabbe quasi so halb im Würgegriff, wie immer das funktioniert bei einer Krabbe. Wow! The Dwarven Child punches the Horseshoe Crab in the tail with the right hand and the injured part is smashed into the body. An unrecognizable mass. Also das Zwergenkind hat mit der Faust auf das kleine Wiggle-Wiggle-Ding hinten geschlagen und hat es in den Körper reingeschlagen. Reingedrückt quasi. Okay. Dann tritt das Kind die Krabbe in den Körper und verwundet die Krabbe dabei auch. Das Zwergenkind läuft auf die Krabbe zu, kollidiert mit der Krabbe und die Krabbe wird umgeschubst. I think you are doing a great job so far. Vision lost. Maybe, I don't know if crabs are always blind, but you blinded the crab. It has no vision right now. Die Krabbe, her body is broken, her body is smashed open, her body is bruised, her tail is mangled beyond recognition. So I think you just made your first kill. You are actually the first dwarf in this entire fortress to get a kill. I mean, it's still alive, technically, but you are still fighting. So we have the crab now. Yeah, you killed it. You made a kill. Let's see. Wo stehen die nochmal? Skills, combat? Nee. Where are kills? Here, Militär. One kill! One horseshoe crab killed in the Bridge of Gold. Very well done, Nicole. Okay, mal gucken, wie der Kampf hier weitergegangen ist. Oh, das hier sieht ein bisschen buggy aus, egal. Sie stoßen zusammen, okay. Ich guck mal lieber hier die Krabbe an. Ah, okay. Very well done, Nicole. Here, this one is for you, Nicole. Let's have a little party. Whee! Horseshoe Crab Bubbles. Okay, also sie schlägt... Ja, sie tritt auf die Krabbe und verletzt die Krabbe dabei. Dann stoßen die beiden zusammen, weil das Kind auf die Krabbe zuläuft und sie kollidieren miteinander. Die Krabbe steht auf, was auch immer das bedeutet. Hier unten. Ja. The Dwarven Child catches the Horseshoe Crab body with the Dwarven Child's right lower arm. Also sie hat mit dem rechten Arm die Krabbe genommen und dann hin und her geschleudert. Ja, hat sie hin und her geworfen und dann losgelassen. Und dabei ist die Krabbe dann über den Boden geschlittert und Teile von ihrem Körper haben sich gelöst. So you grabbed the horseshoe crab, you have thrown it around and it slid over the ground, it glided over the ground and exploded. Also sie hat die Krabbe quasi irgendwo gegengeworfen. Ja, nice, kann man machen. Hast du gut gemacht. Very well done, Nicole. Very well done.
You can be proud of yourself. Good girl, good girl. Kauf mir noch einen Kaffee. Wir haben keine Potasche mehr, das ist okay, da kümmern wir uns später drum. Ich will erstmal gucken, ob hier unten das mit dem Glas schon Fortschritte gemacht hat. Ja, ein Feld wurde gebaut. Nee, hier, zwei Felder wurden gebaut. Hier, da entsteht langsam das Glas, das Seno. Sehr schön. Sieht noch nicht nach viel aus, aber kommt ja. Na, wir brauchen noch Empty Cages, aber die kommen ja gleich hoffentlich nach und nach, wenn... die gebaut werden. Ich guck mal gerade, ob einer hier noch irgendwie... Keiner will die Tiere trainieren, ne? Das ist schon komisch. Pili Platsch geht wieder zu einem Meeting. Die ist wieder... Lass doch mal die armen Chaotiker in Ruhe. Die will sich deinen Scheiß auch nicht immer anhören, Nana. Nana, die sagt schon Pili Platsch. Ne? Die armen Chaotiker. Oh, mysteriöse... Das können wir... Nana, nee! Nana, nee, will was bauen! Oh! Nein, die will ein Artefakt bauen. Ja, gucken wir hier mal ganz kurz zu. Wo bist du denn? Da oben bist du, Nanani. Ja. Da, die wunderschöne Nanani. Guck sie dir an. Was hast du alles? Mal gucken, was du dir holst. Du hast dir den Crafts Dwarf Workshop geholt. Da wird alles mögliche aus Knochen, Stein oder so gebaut. Wir wissen also noch nicht, was es wird. Du hast außerdem einen Ring aus Hundehaaren. Und Ohrringe aus Hundezähnen. Ich finde dich irgendwie scheiße gerade. Granit hast du hier, glaube ich, jetzt gerade einmal reingeholt. Ah, guck mal, hier sind auch noch ganz viele Hosen, sehe ich gerade. Wir müssen unbedingt unsere Lagerräume mal besser machen, weil in diesem Gebäude sind Hosen und Helme und sowas drin, weil die nie rausgetragen wurden. Aber egal, wir gucken jetzt erstmal der Nanani zu, was die hier noch so alles holt. Noch ein bisschen Tetrahydrit, ja, das hätte ich auch dir sehr empfohlen. Granit und Tetrahydrit und dann holst du dir da noch mal ein bisschen Tetrahydrit. Ich würde denken, du brauchst was aus Stein. Aber hol dir doch vielleicht mal einen Edelstein, genau hier hast du einen leuchtenden Pipe-Opal. Dann holst du dir hier noch ein bisschen, ich denke mal, das werden Knochen, wenn ich die Richtung richtig deute, weil da oben liegen unsere Leichenteile und so weiter rum. Oder Stoffe, könnte auch sein. Ne, sie geht dran vorbei, sie holt sich Stoffe. Alpaka-Wolle. Mhm. Trainingsplatz, ja, einen Trainingsplatz habe ich gemacht. Ich habe einen extra Raum gemacht, wo die Tiere trainiert werden können. Die werden in den Käfigen trainiert, am Anfang werden die halt immer nur gefüttert. Die werden nicht freigelassen, die werden in den Käfigen trainiert, ich weiß, irgendwie brutal. So, aber das ist ein schlechtes Zeichen. Nein, das ist ein gutes Zeichen. Sie hat angefangen zu bauen. Das heißt, sie braucht keine Materialien mehr. Sie baut jetzt etwas aus den Sachen, die sie da reingeschlagen hat. Hier drüben, da sind die Käfige. Guck, ich habe die hier in diesem Raum aufgebaut. Ich kann da nochmal die restlichen Türen bauen. Müsste eigentlich egal sein, aber wir haben keine Türen. Okay. Wir warten kurz auf das Artefakt und im nächsten Part werde ich einmal meine Lagerräume nochmal machen. Ich werde nochmal alle Lagerräume... Du baust dir einen Jay? Habe ich was verpasst? Kiffst du? Nana, nee, baut sich einen Jay. Kannst mal sehen. So, ein Granitfeld fehlt noch. Jetzt kann ich aber tatsächlich weitermachen. Auf Konstruktion gehen, auf Fußboden bauen. Sagen, ich will was Bestimmtes bauen. Und hier erstmal überall nochmal Granitboden hinhauen. Wären 60 Einheiten. So viel Granitboden haben wir gar nicht. Scheiße. Konstruktion, Floor. Da machen wir erstmal so. Bauen wir hier den Granitfloor hin. 30, das haben wir noch. Granitblöcke. Haben wir noch Granitblöcke? Das ist eine wichtige Frage. Rockblocks machen bitte. Und zwar nicht irgendwelche, sondern aus Granit. Haben wir noch Granit? 7 Einheiten nur. Das ist nicht viel. Ja, wir machen dann 7 Einheiten Granitblöcke. Und ich werde halt mehr brauchen. Ich mache mal 30. Aber wir haben halt nicht mehr Granit. Was dazu führt, dass ich hier mal gucken muss, ob wir hier nicht vielleicht noch ein bisschen weiter runterbuddeln. Hier hatte ich ja angefangen, den Berg abzutragen. Ich weiß aber nicht, ob sich da irgendwo noch Granit drin versteckt. Hier haben wir ein bisschen Basalt und so. Das hilft nur bedingt. Trotzdem werde ich das hier einmal wegchanneln. Das hier kann ich nicht wegchanneln. Das kann ich wegchanneln. Das kann ich wegchanneln. Ja, und dann hier halt, ne? Da machen wir weiter. Bis nach da. Das muss auch weg. Okay, wollen wir damit anfangen? Gucken. 50 Stunden fährt kein Zug mehr. Alter, die haben echt Lack gesagt. 50 Stunden? Ja, da musst du zu Hause bleiben. Ach nee, du hattest ja was vor das Wochenende. Kommst du dann trotzdem zu deiner Verabredung? Ich drück's mal vorsichtig aus.
Guck, jetzt können die nämlich hier langlaufen. Guck mal, das ist doch schon mal schön, dass sie jetzt hier so einen Durchgang haben. Und langsam aber sicher wird das, ne? Wie gesagt, eigentlich will ich unbedingt mehr hiervon bauen. Es wird mir auch tatsächlich noch viel zu viel Sand geholt. Ich glaube mal, ich mache den Sand-Collect-Auftrag weg. Weil das ist halt ein bisschen kacke. Wenn du Sand sammelst, wird... Ich erkläre es euch so, guck mal, das ist nämlich echt dumm gemacht. Das ist eine Sache, die verbesserungswürdig ist. Wir haben hier 5 Magma-Glasöfen, ja? Hier, das sind diese lilanen, sage ich mal, ja? Diese hier. Und wenn da der Auftrag ist, Sand zu sammeln, dann kann der Ofen nichts anderes machen. Obwohl ja keiner in dem Ofen drinnen arbeitet gerade, sondern der ist dann mit dem Sack draußen und sammelt Sand. Trotzdem hat der Ofen dann einen Auftrag und deshalb kann da keiner irgendwas anderes machen. Deshalb ist es eigentlich schlau, wenn man irgendwo einfach normale Sandöfen baut, einfach nur so, und denen einfach nur den Auftrag gibt, Sand sammeln, Sand sammeln, Sand sammeln. Und da wird dann niemals was drin... versteht ihr? Da gibt es dann niemals den Auftrag, dass was gebrannt werden soll. Die sind nur zum Sandsammeln da, nur für die Sandsammelaufträge. Dann könnten die 5 nämlich hier oben rund um die Uhr auch Glas herstellen, was ja eigentlich ihr Zweck ist. Und wir können mal kurz gucken, ob wir das machen. Wir brauchen eine normale Furnace und eine normale Glasfurnace. So. Und wir haben ja auch gar nicht mehr so viel. Guck mal, es ist echt wenig Sand geworden. Wir sind im Winter und trotzdem werden diese Sandflächen weniger. Wenn wir jetzt hier hingucken, guck mal, ganz viel von dem Gebiet, ich habe eigentlich nur noch, das sind alles meine alten Sandsammelzonen. Ja, da ist aber gar kein Sand mehr. Da ist kein Sand, da ist kein Sand. Ne, Zonen brauche ich doch. Habe ich die jetzt alle gelöscht? Ja, ich habe die alle gelöscht. Das heißt, ja, wo kriege ich jetzt noch irgendwie Sand her? Da oben wäre noch ein bisschen Sand. Ich hätte eigentlich gerne, dass wir das hier in der Nähe machen. Aber realistisch gesehen könnte ich auch hier Sand sammeln. Oder hier irgendwo. Und dann wäre ich direkt bei einem Lagerraum und könnte es direkt wegpacken. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich glaube, das will ich tatsächlich tun. Ich bin noch am Überlegen gerade wo. Na, ich will jetzt quasi irgendwo ein Gebiet haben, wo ich in Ruhe Sand sammeln kann. Wo ich auch diese Glasöfen hinpacken kann, dass die da in der Nähe sind. Weil hier oben auf dem Vulkan ist halt kaum noch Sand. Das Sandsammeln verbraucht keinen Sand. Also ne, ein Sandfeld reicht theoretisch unendlich, aber es wächst halt Gras rüber und dadurch verschwindet der Sand. Deshalb glaube ich, wäre das hier drin tatsächlich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann machen wir das ein bisschen anders. Ich hack hier durch. Mach hier einen etwas größeren Bereich so. So, so, so und so. Mach den Bereich noch mal ein bisschen größer. Ein größer noch. Xenoas und Xenoritas, es ist Zeit, den Endgegner zu bekämpfen. Guckt in den Chat. Wir machen so, ich buddel hier noch rein und hier kommt die Tiertrainingszone rein und hier vorne wird dann Sand gesammelt. So werde ich das handhaben. Glaube ich. Ja, ich glaube ja. Ja, wir gucken mal, dass wir das gleich ein bisschen anders machen. Nein, jetzt machen wir dein Artefakt fertig. Ich will mir Kaffee holen. Mach doch mal was für mein Geld. So, habt ihr das S aufgebaut? Ja, guck mal, das S steht schon mal. Das sieht richtig gut aus. Konstruktion, Fußboden. Komme ich hier vielleicht jetzt schon mit Glas ran? Mit dem grünen Glas haben wir, glaube ich, gerade gar nicht so viel. Ne? Gar kein grünes Glas? Kein grünes Glas. Machen wir noch grünes Glas? Ich glaube, grünes Glas ist tatsächlich hier gar nicht mehr drin. Ich habe ja gesagt, dass Collect Sand raus soll. Collect Sand wird gelöscht. Sand haben wir, glaube ich, erstmal genug, sondern ich möchte make green glass. Ich glaube, green glass war einfach gerade
Fertig. Green Glass Blocks. So, grüne Glasblöcke wollen wir herstellen. Make Green Glass Blocks. Clear Glass haben wir da. Make Green Glass Blocks. Machen wir einmal 100 Stück. Nochmal. Und dann ist gut. Beeilst du dich, das ist schön. Wolf, siehst du, sogar der Bot sagt süß zu dir. Nanani ist nicht süß. Nanani ist gefährlich. Gefährlich süß. Mobbing am Arbeitsplatz, ja. Zick, 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 zick. So, hier draußen wird auch abgebuddelt. Hier draußen können wir das auch machen. Hier ist halt schwarzer Sand. Das ändert nichts an der Farbe des Glases, leider. Also verschiedene farbige Sand ist schon Plural, oder? Es gibt ja nicht einen Sand. Also verschiedenfarbener Sand macht nicht verschiedenfarbiges Glas. So, gleich müsste das Artefakt auch fertig sein. Ja, hier. Nicole cancels Sand Collection because we don't have a Sand Collection Area right now. Ich meine, das hier wird die Sand Collection Area. Ich meine, momentan trainiert ja eh keiner Tiere, weißt du? Moody, nee, seit 3x will, der ist auch ein bisschen unglücklich, der will auch ein Meeting abhalten hier. Ihr kriegt euren Tempel bald. Haltet noch ein bisschen durch. So, aber da keiner die Tiere trainiert, werde ich das ja nochmal löschen. Ja. Und stattdessen machen wir hier jetzt einmal kurz Sand sammeln. Nur einmal kurz, damit ihr noch ein bisschen weitermachen könnt. Wobei, ich habe den Auftrag ja eigentlich eh gelöscht. So, die Buddler müssten hier gleich buddeln. Die sind halt hier draußen jetzt noch kurz beschäftigt. Hier ist noch ein bisschen was zu tun. Es buddeln noch gerade nur zwei. Na, drei jetzt. Ah, hier drüben wird auch gebuddelt, okay. Und hier laufen sie jetzt hoch. Also hier, die Abkürzung ist beliebt. Na, hier entstehen jetzt neue Fußböden. Der Tempel entsteht, sehr gut. Ja, alter Mann, komm du mal her. Nanani hat fertig gebaut. Nanani Radolorom. Ja, das ist ein wunderschöner Nachname. Fast wie in echt Radolorom. Hört sich ein bisschen an wie die Floras. Engraver has created Ubularban Olulabir. Ja, einen Tetrahedrit-Becher. Und den offerst du The Dank Gang of Islands, also unserer Gruppe hier. Gucken wir uns das Artefakt doch mal an, das du da geschmiedet hast. Ja, einen schönen Becher hat sie rausgehauen. 8000 wert! Das ist ein Tetrahedrit-Becher. Alle Handwerkskunst ist von der allerhöchsten Qualität. Es hat Kissen von Tetrahedrit-Capuchons. Es hat einen runden Pipe-Opal-Kissen und ist dekoriert mit Alpaka-Wolle. Ich möchte keine Wolle auf meinem Becher, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen eigen. Ja, ist doch schön. Und auf dem Gegenstand ist ein Bild eines Olms. Oh, magst du Olme? Das wusste ich ja gar nicht. Was ist ein Olm? Sind das nicht auch so Frettchendinger? Nicht, das ist ein Oxalotl oder nicht? Ich dachte, das sind Oxalotls. Difference Olm and Oxalotl. Die schreibt man hundertprozentig anders. Axolotl heißen die an. Ein Olm und ein Axolotl sind nicht dasselbe Tier, obwohl sie beide aquatische Salamander sind. Der Olm lebt in Europa und der Axolotl lebt in Mexiko. Okay. Aber mal ernsthaft, Warforged ist schon extrem komplex. Ja. Und es ist halt, du siehst ja nicht alles, was passiert. Also die wirkliche Magie passiert halt nicht in unserer Festung, sondern überall drumherum. Hier auf der Welt entstehen Geschichten, es werden Könige und so weiter. Also die ganze Welt lebt halt. Und das ist halt wirklich krass. Alleine schon das Kampfsystem ist halt besser als in jedem anderen Spiel, das ich kenne. Ja, dass es keine blöden HP gibt oder so, sondern Schwerter, Hämmer, Waffen, ja, die sind aus einem bestimmten Material. Das Material hat eine bestimmte Dichte. Das Item, also die Waffe, hat eine bestimmte Größe. Dadurch entsteht eine bestimmte Wucht. Ja, wenn es eine Klinge hat, hat es eine bestimmte Schärfe und schneidet damit durch bestimmte Materialien besser als durch andere Sachen und so. Das hast du halt in keinem anderen Spiel. Im anderen Spiel hast du, Schwert macht 17 bis 21 Schaden. Gegner hat 18 Leben. Oh, 17 bis 18 Schaden.
Ne, 17 Schaden, er überlebt. 18 bis 21 Schaden, er stirbt. Und das war's. Aber mal ernsthaft, da bleibe ich bei Factorio. Boah, so weit weg. Nee. Ich wohne in NRW, ich käme also drauf an, wohin. Also Nananik geht auch mal größere Wege ein, wenn sich das lohnt. Ja, das kann man schon so sagen, oder Nananik? Aber ich hole mir jetzt erstmal, ihr klärt das mal, ich hole mal einen Kaffee. Ja, ich hole mal einen Kaffee, ich lasse das Spiel einfach laufen, weil momentan ja, arbeiten wir ja hier alle Suche vor uns hin. Und die Dinge entstehen hier. Von daher, ich komme gleich mit dem Kaffee wieder, kurz 2 Minuten Pause, bis gleich. Sollte ich vielleicht noch die Aufnahme beenden? Ja, bis gleich.